erstes Konzert mit Strings habe ich in, jetzt muss ich genau überlegen, das wird 1989 gewesen sein. Und zwar, ich kam als, ich war noch nicht 18, 17-Jährige in der Schweiz, als Student nach Matura in Australien. Und damals der künstliche Leiter, der Herr Baumgartner, hat mich eingeladen, auf eine Tournee zu gehen nach Portugal. Das war meine erste Erfahrung mit Strings, eine einwöchige Tour nach Portugal. Eine meiner Hauptbeschäftigungen ist, dass ich eine Violinklasse unterrichte an der Hochschule in Luzern. Das umfasst circa 15 bis 18 Studenten. Ich würde sagen, der einzige und Haupthobby, was ich habe, ist Taekwondo. Und das ist eine koreanische Kampfkunstart. Ich habe das vor 15 Jahren angefangen, als Jahre meine Tochter erstgeborene geboren ist. Deswegen habe ich das so gut in Erinnerung. Es ist sehr lange her eigentlich. Und das hat mich seitdem eigentlich begleitet. Ich würde mich als eine eher langsame Entwickler bei der Taekwondo. Ich habe erst im 2019 meine Schwarzgurtprüfung abgelegt. Meine Ausrede ist, dass ich dann oft auch unterwegs bin und als Musiker ist manchmal schwierig, das regelmäßig in den Trainings zu gehen. Das ist so. Und deswegen habe ich es eigentlich sehr geschätzt, dass meine Großmeisterin und meine Großmeister von Twin Taekwondo, der Georg und Gerhard Meyer, bei dieser Corona-Zeit, wo man alle zu Hause sein müssen, tun sie eigentlich jeden Tag ein Training anbieten. Also für mich ist Taekwondo grundsätzlich ein Ausdruck von Lebensfreude. Es ist Lebensenergie, es ist eine Ausdrucksform der Lebensfreude. Und für mich, da tangiert es mit der Musik, weil für mich ist Musik, zwar es ist kein Kampf, aber es ist ein Ausdruck auch von Lebensfreude, jede Art von Lebensfreude. Und was mich auch sehr beeindruckt eigentlich und gefällt mit Taekwondo, ist der Sinn für Ästhetik. Also es gibt einen schönen Kick, es gibt eine schöne Haltung. Auch die Art, wie man umgeht im Dojang, das ist alles auf Ästhetik gebaut. Und auch was sehr zählt, ist die Aussage. Wenn man einen Chong läuft, das ist eine Form, das ist wie ein Stück, wenn man das läuft, dann spielt der Persönlichkeit, der sich da durch den Form ausdrückt, das spielt eine große Rolle. Das ist dann beeindruckt, dass man was als Zuschauer davon was mitbekommt. Für mich ist das Intensität und es ist eine Tanz mit der Technik und mit der Lockerheit auch. Der Lockerheit von der Technik. Also Intensität ist das Herz, Herzensaussage, wenn man etwas macht, was man liebt. Ne? Und der Technik ist der Lockerheit und die Eleganz, mit dem man das dann zeigt. Also, ich muss sagen, dass mit Taekwondo habe ich wirklich gelernt, für mich auf schmerzhafte Weise. In Taekwondo habe ich erfahren, sagen wir mal so, dass es gute Technik gibt und es gibt schlechte Technik. Und zwar in den Prüfungen, die wir machen für den guten Prüfungen, gibt es das sogenannte Bruchtest. Das ist, man muss Holz, so ein richtiges Stück Holz muss man brechen mit dem Kick oder mit dem Ellbogen oder was noch immer. Und wenn man das mit einer guten Technik macht, dann geht's und gut trifft, dann geht's gut kaputt. Und wenn man nicht richtig trifft oder nicht mit guter Technik, dann tut es einfach weh. Ne? Und auf der Geige ist so, es klingt vielleicht nicht so gut, aber es tut nicht weh. Und wenn etwas weh tut, dann, ich habe die Erfahrung gemacht, man will es richtig machen dann. Ja, in diesen Zeiten von Corona es ist es ja natürlich so, dass wir müssen alle zu Hause bleiben und wir sind sehr auf uns selber gerichtet. Also es ist ein Zurückziehen. Und ich merke bei mir, dass das
auf der einen Seite ist das immer gut für einen Künstler, wenn er sich zurückziehen kann. Er kann in sich hineingehen, er kann Kraft sammeln. Und gleichzeitig merke ich dann, wenn ich die paar wenige Menschen, die ich im Alltag, also meine Familie, wenn ich sie kenne, ich merke, dass da eine intensivere Begegnungsenergie da ist, also eine intensive Freude. Und ich vermute, dass wenn es so weit ist, dass die Konzerte losgehen, das wird, wenn auch vorübergehen, bis man sich daran gewöhnt hat, das wird eine sehr spannende und schöne Zeit sein.